Wir sind jetzt von den Soldaten entkommen und brechen jetzt auf nach Akator, die Stadt aus Gold, mit Michael zusammen. Hier bei Teil 3 von dem 4. Film, somit der letzte Teil. Wir fangen direkt an mit Marion und natürlich Indy wie immer. Und ja, fangen wir an. Gibt's wieder einiges zu sammeln. Aber ich denke, wir sind alle gespannt, wie das Lego-Filmchen hier von dem 4. Film enden wird. Yeah. Natürlich den Hut nochmal zurückbekommen. So, okay. Alles klar. Ich denke auch ganz. Wir sind auf einer anderen Map. Ja, wir sind auf einer anderen Map. Ich glaube, ab hier wird's blind, oder? Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich hier schon mal war. Deswegen, ich wollte dich gerade fragen, warst du schon so weit? Ich glaube, du hast im Let's Play schon bis dahin aufgehört. Doch, ich kann mich noch an den Anfang hier erinnern. Ich habe auf jeden Fall diese Insel nie beendet, aber ich war auf jeden Fall schon mal hier. Ich finde aber, die Insel sieht jetzt schon mal zumindest am Anfang ziemlich ähnlich aus zur vorherigen Map. Also ja, auf jeden Fall. Das finde ich ein bisschen langweilig so, aber ich weiß auch nicht. Oh. Könnte man wahrscheinlich nicht anders umsetzen so. Ja, wir wissen ja beide, die erste Map war bisher die beste. Ja, das stimmt wirklich. Also ich finde, die ist auch nicht zu toppen. Wenn ich später so im Freeplay war, ich war immer auf der ersten Map. Warte mal, ich nehme mal kurz hier unseren Oxley. Und mit ihm kann ich dir durchlatschen. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas? Da unten ist was, schau mal. Ja, da kommen wir später hin. Ah. Das ist hier so ein Berg? Das hier könnte man irgendwie aufbrechen und dann da durchfahren. Nee, ich glaube, wie das ist, wir müssen das Level schaffen, dann geht das automatisch weg, glaube ich. Ja. Hyperrealistisch. Bonk. Der Eiswagen hat uns verfolgt. Das sogar Short Round vom zweiten Teil. Ja, ja. Da war gerade Noahs Arsche. Nein, Spaß. Oh, nicht in die Lava. Lava, genau. Nicht in das Feuer rennen. Ich wollte Lagerfeuer sagen, aber ich habe Lava aus Versehen gesagt. Egal. Ja. Ich dachte, eigentlich wären wir schon weg von den ganzen Ameisen. Scheinbar nicht. Monkey. Ja, nee, im Film war das ja auch so, dass die einen verfolgt haben, bis die da ein Wasserfall runtergefahren sind. Deswegen haben die sich da auch extra so beeilt. Aua, bin gestorben. Der Blaustein ist weg. Muss er holen, ja. Ey, ey. Kannst du da rein? Ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch im Film da an die Szene erinnerst. Da war das so, dass die von Ameisen da zur Klippe hingefahren sind und da haben sich die russischen Soldaten da im LKW so mit Seilen heruntergeseilt. Wow, mit Seilen heruntergeseilt. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber... Ist schon ein bisschen her, tatsächlich. Da war es ja so, dass dann Marion mit diesem Amphibienfahrzeug da runtergefahren ist und die haben dann ja so... sind auf einem Baum gelandet und der Baum ist dann zurückgefedert und hat dort mehrere Soldaten runtergeschlagen und die sind dann die Klippe runtergeflogen. Erinnerst du dich noch dran? Im Moment nicht, aber du kannst das hinten aufbauen, genau. Ja. Ich habe auf jeden Fall Konzeptzeichnungen oder so Deleted Scenes davon gesehen. Ja. Und da war das sogar so, dass die Ameisen so aggressiv waren, dass sie zum LKW gerannt sind und da sogar die Reifen aufgestochen haben. Was? Ja, das wurde aber rausgenommen, weil es wahrscheinlich zu übertrieben war, aber damit du weißt, die verfolgen dich noch bis dahin. Krass. Ich kann mich nur daran erinnern, dass die nach dieser Szene, nach den Ameisen, was wir letztes Mal hatten, dass sie da direkt schon bei diesem Ort waren, mit dem Wasserfall. Ja, die sind da extra... Hä? Ich wurde jetzt auch da runtergezogen. Ach so, da ist das Treibsand dort, okay. Nee, das ist nicht mal Treibsand, das ist der Ameisenhaufen, du bist direkt bei denen reingeflogen. Warte, wo muss ich das eigentlich hinbringen? Ich denke mal... Bestimmt hier links irgendwo, oder? Ah, hier unten, denke ich. Ja, ja, hier war was. Genau, das ist das Amphibienfahrzeug. Das habe ich auch als Lego-Set von damals. Ach so, und deshalb das der Eiswagen. War der auch schon im Film? Nein, der Eiswagen war nicht im Film. Nee, aber irgend... Ach so, warte mal. War der nicht dieser Typ, der das repariert hat, den Wagen? Oder war das im dritten Film? Das war im dritten Film. Du meinst, du auch, als die dort... Als das war mit dem Flugzeug, ja. Okay, ich verwechsel gerade ein bisschen was. Ja. Im vierten Film waren die Fahrzeuge noch...
intakt. Also zumindest das Amphibienfahrzeug. Der LKW wurde ja von der Kettensäge halbiert, aber der konnte trotzdem noch fahren. Warte mal. Ich glaube... Achso, nee, so muss man es machen. Okay. Ich schmeiß ihm das mal kurz hin. Du musst kurz sicher gehen, dass die Ameisen mich nicht töten. Auch wenn es eher aussehen wie rote Spinnen, um ehrlich zu sein. Ja. Aber, ja gut, ist halt Lego. Ich weiß nicht, also die Lego-Version davon hat so ein Shading, würde ich sagen. Das ist so braun-rot gemischt, aber das konnte man anscheinend ja nicht so gut umsetzen. Mhm. Oder die waren einfach zu voll. Aber ich meine, wenn du dir den Himmel anschaust und den Hintergrund, das wäre schon umsetzbar. Mit einem hyperrealistischen Hintergrund. Oh Mann. Ich guck mal, ob ich hier drüben noch was machen kann. Achso, das musst du ich sogar machen, oder? Achso, die Platten gibt's ja nicht mehr. Die gab's ja nur im ersten Teil. Ich dachte, das wär so eine, aber egal. Du kannst das hier reparieren. Komm. Okay. Mein blauer Star ist gerade einfach durch die Welt gefallen. Okay. Das ist jetzt das zweite von drei, ne? Wie die dritte, ich habe da eine schon hingetan. Ach, du hast schon eine gefunden? Ah, cool, na gut. Na gut, dann sind wir schon durch. Das war das Level. Ja. Sehr chillig, dass die Level in diesem Spiel so kurz sind. Ich fand das voll cool damals. Ich habe damals auf eBay gebraucht, dieses Auto hier mit so einem Set für 10 Euro bekommen. Cool. Der will die Kristallschädel füttern. Okay. Hä, wieso sind jetzt eine andere Farbe? Ja, die Farbe haben die im Set. Die Farbe haben die im Set. Hä, okay. Nee, geht's nicht weiter. Oh, warte, vielleicht doch. Kennen wir sie. Komm her. Hilf mir. Oh. Autoboot. Kannst ruhig kaufen. Ah, stimmt, das fand ich voll cool im Spiel hier. Damit kann man auch dann im Wasser schwimmen. Mit dem Fahrzeug dort? Ja, das kann auch in echt im Wasser schwimmen. Das ist ja ein Amphibienfahrzeug. Okay, cool. Den kaufe ich mir mal, den Soldaten. Cool. 15k. Ich meine, damit kannst du wirklich dann auch irgendwo, wo Gewässer ist, dann genauso schnell wie mit dem Boot rumfahren. Okay, da kommen wir. Warte, da sollen wir als nächstes lang? Schau mal hier. Ah, du kannst das brechen. Cool. Ja, genau das. Ja, hier ist der Wasserfall, ja. Oh nein! Oh, jetzt muss ich steuern. Oh nein, nicht schon wieder! Als ob ich jetzt zu zweit drin sitzen können. Stimmt, voll cool eigentlich. Vorhin ging's nicht. Vielleicht geht's nur während der Mission. Oh nein, schau mal, wie wenig Geld. Guck mal, die Leiste geht gar nicht hoch. Ich habe schon zwei Blau eingesammelt. Hat sich noch nicht umgefärbt. Das wird, glaube ich, wieder. Boah. Ein schwieriges Level. Ich will nur das Geld. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wenn du dieses Auto da gebraucht kaufen willst aus Lego. Ja. Kriegst du es für mindestens 60 Euro, neu für irgendwie 300 Euro. Ach, verdammt! 60 Euro gebraucht. Gebraucht, ja. Und ich habe das damals mit dem Set zusammen für 10 Euro bekommen. Und das war auch erst vor ein paar Jahren. Also oha, wie geil. Nein, die Gänse habe ich getötet. Halt, die Lego-Sets, die steigen auch manchmal enorm im Preis nach ein paar Jahren. Guck mal, wenn der reinfährt, das geht bei dem kaputt, wir können durchfahren. Ja, stimmt. Was habe ich denn jetzt bekommen eigentlich? Das ist irgendein Power-Up. Ja, also ich glaube, das wird wieder so ein Level, das kann man nur schaffen, wenn man auf mal zwei hat. Ich glaube, ich kapere mal ein Auto. Ja, mach das am besten, dass wir beide mal was anderes machen. Sonst dauert das wieder eine ganze Folge lang. Ich finde, die haben es echt übertrieben in dem Spiel mit den Fahrzeuglevels. Die sind echt schlimm. Oh. Hier ist ein Fahrzeug. Ja, muss ich erstmal hinkommen. Das war links, also das ist links. Wo wir gestartet haben. Beim Wasserfall einfach nach links gehen. Wenn du weißt, wo das ist, dann ja. Ja, also ich hoffe, dass das Level hier aber nicht schlimmer wird als das aus dem zweiten Gebiet. Weißt du zufällig, wie du da schießen konntest, alleine in dem Ding? Ich habe irgendeinen Knopf gedrückt. Achso, nee, alleine kann ich nie schießen, glaube ich. Nein. Oh,
Nicht gut. Hey, sind wir in der Nähe oder warum geht die Kamera so weit nach außen? Boing, boing. Ah ja, wir sind in der Nähe. Oh, hi. Hi. Bam! Ramm uns. Bleiben wir am besten in der Nähe. Nein, nö. Nö. Nee. Bonk. Nee. Ich geh die Kopfhörer von denen an. Bei dir. Was bei dir? Nein, was bei dir? Oh mein Gott. Ja, ein Kopfhörer, so ein richtig krankes Headset. Du bist so neidisch. Willst du auch so ein Headset haben wie die? Ja. Kann ich verstehen. Alter. Hallo! Hallo! Hilfe! Ich mach Loopings. Ich mag dieses Level jetzt schon nicht. Ja. Schau mal, wie viel Geld hier ist. Oh, ich hab's durch den Fluss durchgeschafft. Killin! Wenn wir nicht das ganze Geld schaffen, egal, wir machen einfach mal zwei. Finde ich blöd, dass man in diesem Spiel gezwungenermaßen mal zwei kaufen muss. Weil das kostet ja 2 Millionen Credits und oder Stats halt oder wie auch immer die heißen. Und das ist halt schon echt viel Farming. Also ich werde das auch erst kaufen, wenn wir... Hier ist ein Boot, vielleicht kann ich das benutzen. Ja, versuch doch mal. Oder hier die Dinger. Doch, ich glaube, ich kann das benutzen. Wo ist er? Wo ist er? Wo fährt das hin? Wo fährt das Boot hin? Das Boot. Wieso kann ich nicht kaputt machen? Hallo? Das Boot ist da einfach ein Wasserfall runtergeflogen. Wieso geht er nicht kaputt? Ey, komm her, Mann! Bam! Jetzt ist er kaputt gegangen. Und der andere... hä? Bam! Komm! Bam! Aber ich glaube, hier braucht man mehr als mal zwei, habe ich das Gefühl. Schau mal, wie wenig wir haben. So, die nächsten Gegner sollten jetzt kommen. Ja, 5! Eieiei. Warum können die nicht Geld hinterlassen, wenn sie sterben? Tja, da könnte man gut formen. Machen Omas doch auch ständig. Ja, was? Was? Jetzt weiß ich, wie du deinen Lebensstandard finanzierst. Alles klar. Hey, warte mal, ich schau mal hier. Da ist auch ein Auto. Nein, nein, das meine ich nicht. Hier ist Money, wo du gerade bist. Ja, genau. Ach so, warte, ich glaube, da muss man so einen Jump machen von hier aus. Hä? Wieso ist mein Auto jetzt kaputt gebrochen? Hey, Brudi, gib mir mal deinen Wagen. Ich bin auch zu zweit und den hier fahren. Hier ist ein Wagen. Schwindet! Ach man! Die Steuerung in den Karts ist auch echt nervig. Weil es so slow ist. Einfach langsam. Das gefällt mir einfach nicht. Ich kann auch nicht in den letzten Start kommen dort, aber egal. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hilfe! Boing! Ist ein Wagen, das ist ein Wagen! Bam! Bam! Wow! Natürlich geht mein Wagen kaputt, aber seiner nicht. Oh, da unten sind wir noch! Runtergeflogen. Was ist? Natürlich bin ich den Wasserfall runtergeflogen. Im selben Moment. Micha, wir müssen das selber hundertprozentig nochmal machen. Mit mal zwei. Schau mal! Ich habe jetzt fast alles eingesammelt und wir haben jetzt die Hälfte. Also, das ist auf jeden Fall so gedacht. Ich denke nicht, dass es unbedingt so gedacht ist. Ich denke. Nicht. Nicht. Ich denke nicht. Ja, also die Entwickler haben manchmal auch nicht gedacht in diesem Spiel, das merkt man. Die erwarten halt ein bisschen viel. Killst du die da? Ich versuch's zumindest, wenn ich die sehen könnte. Ich glaube, dieses Schuss-Power-Up kann man nur benutzen, wenn man so einen Wagen hat, der so eine Knarre an sich hat. So wie du das hast. Genau, du hast sowas. Bam, bam. Oh, hier ist noch Geld! Nein! Nein. Beide gleichzeitig runter. Ja, vor allem ist das hier nicht einfach. Nein! Nein! Ah! Okay. Und abspringen, wenn es runterfällt. So. Ja, genau die Hälfte. Okay. Kimberly! Ich hab's zumindest so in Erinnerung, dass die Fahrzeuglevel von dem Film hier am schlimmsten waren. Die danach etwas besser waren. Genau, nach diesem Film
werden wir nochmal die ersten drei Filme spielen, aber auf so einer Kurzversion. Ja. Das dauert insgesamt genauso lange, wie dieser Film jetzt gedauert hat, alle drei zusammen. Und... Nice, ich habe jetzt auch ein Amphibienfahrzeug. Das und dann komplett blind. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal durchgespielt habe, also in diesem dritten Bereich hier. Aber die ersten drei Filme in diesem Spiel habe ich auf jeden Fall noch nicht gespielt, das ist komplett blind dann. Bam! Komm schon! Hallo! Stirb! Und nochmal drei, weil es doch nicht schön genug war. Da ist einer. Okay, du machst den. Ich gehe auf den nächsten. Den ich finden kann. Wenn ich einen finden könnte. Bam, Alter! Hast du gesehen? Ich bin auf den draufgesprungen wie Mario auf einem Goomba. Hättest du sehen müssen. Bam. Du kämpfst da fleißig. Ich finde keinen anderen. Ich finde gar keinen. Miau. Oh, hi. 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 Wo ist denn der abgehauen? Ah, hier ist er. Bam. Ah, das andere. Bam. Ich bin immer abgeschossen. Nicht gut. Nein. Bam. Ey. Das reicht jetzt. Schluss damit. Ich hab gesagt Schluss. Der will einfach nicht sterben. Jetzt. Endlich. Aber das Waldlevel ist schlimmer, weil das ist viel größer und das hier ist kleiner. Oh, wo sind wir denn jetzt? Steigern, ciao. Komm, steigern. Nee, komm, du kannst damit fahren. Ich habe hier was Schöneres gefunden. Ah, ja, jetzt kommt das. Jetzt kommt das mit dem Tempel. Und damit meine ich nicht Temple of Doom. Heißt hier oben ein Level oder warum zeigt ihr das hier hin? Hä? Bis zur Unendlichkeit und noch viel, viel weiter. Okay. Hier ist wirklich ein Level. Oh. Geht's aber weiter. Okay. Schöner Schädel. Wie der guckt, Indy einfach so, okay, cool. Einfach am Lächeln. So emotionslos. Wie so ein Pokémon-Protagonist. Da kann ich rüber. Okay, jetzt müssen wir anscheinend direkt schon gegen den Ogre-Boss kämpfen. Aber das ist noch nicht das Final Level hier, oder? Nee, falls du dich zurückerinnerst, im Film war der im Finale auch kein Ogre-Boss. Die wurden eigentlich alle von Soldaten da runtergeschossen und waren dann keine ernsthafte Bedrohung mehr. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, die letzte spannende Szene von diesem Film, die fand ich richtig cool. Ja. Wo die groß im Saal waren und etwas passiert ist, was wir gleich sehen werden. Das fand ich echt cool. Auch vom CGI her fand ich es nicht cringe. Ja. Viele Leute sind da aber sehr pingelig und... Ja, manche Szenen waren schon kacke, aber das war cool. Ja, war auch ziemlich kreativ, muss ich sagen. Und mich stört es nicht, wenn ich so an die anderen Filme denke. Also, wenn man sich darüber aufregt, dass Aliens zu außergewöhnlich sind, dann hat man, finde ich, die falsche Filmreihe geschaut. Ja, schon. Das sieht cool aus. Oh. Hey, den Hut gibt's doch in Breath of the Wild. Ah, ich glaube, da kommst nur du dran. Oh, nett. Ja, wo ich bin, da kommst nur du dran, weil deine Frau stehen muss. Okay,
Kriegst auch ohne hin das Geld zusammen, denke ich. Ah. Da brauche ich dich aber. Ja, ich trage hier gerade einen Helm. Nee, warte mal. Mir fehlt hier ein Schlüssel. Guck mal her, vielleicht ist der Schlüssel bei mir. Wo kommt denn das hin? Hä? Nee. Hm? Okay, komisch. Ja, warte, ich komme mal zu dir, weil ich glaube, noch kann ich mit dem Helm nichts anfangen. Ja, geht sowieso kaputt, wenn ich ihn... Okay. Ich komme wieder zurück. Was ist das für ein Geräusch? wo bist du? Bist du hier links? Ja, links. Da habe ich den Weg geebnet. Ah, ja, warte, ich glaube, ich muss da den Hebel da umlegen. Übrigens, Epilepsie-Warnung. Das Wasserfall hat gerade Probleme. Also, es flackert halt ein bisschen. Und geh mal weg. Und. Tschuuu! Hier. Was müssen wir denn da machen? Achso, steht da oben. Ja, das ist ein, ja, das, was da oben steht. Nein! Sorry! Ah, Mist. Okay, ich dreh nochmal. Ob es denn coole Designs hier drauf sind? Red. Stimmt, in einem von den neuen Lego-Sets, die jetzt rauskamen zu den ersten drei Filmen. Bei einem dieser Sets, das Grabmal, da gab es auch so coole Wandmalereien überall. Leider ja, in Stickerform, aber trotzdem cool. Ja, leider sind das Sticker, also geprintet wäre es nochmal cooler. Ja, ich finde aber die drei neuen Sets, die rauskamen, finde ich sehr, sehr cool. Ich finde es nur schade, dass zweimal erster Film und einmal dritter Film und der zweite Film wird ignoriert. Ich meine, okay, da war jetzt nicht beliebt. Aber da fehlt es einfach nicht das gleiche. Ja, ja, finde ich aber auch. Aber vielleicht machen sie es ja noch. Was? Ich glaube, das muss hier rein, oder? Ihn abschließen? Der Helm ist kaputt gegangen, du musst mich nochmal rüberlassen. Warte kurz, ich will kurz gucken, ob das funktioniert, ob ich ihn da... Okay, keine Ahnung. Nee, du musst. Schau. Ich muss das machen. Weil du kannst hier rüberspringen, ich kann das nicht. Lass mal liegen. Das muss ich machen. Genau, hol das mal rüber. Nee, hol das mal rüber zu mir auf meiner Seite. Es kann theoretisch aber noch sein, dass zu diesem Film hier Sets rauskommen, wie gesagt. Also zum Tempel des Todes war ja auch ein Set geplant, das aber nie rauskam. Ja, ich denke, dass zum zweiten und zum vierten Film noch zu beiden Filmen halt mindestens ein Set rauskommen wird, denke ich schon. Zum zweiten denke ich auf jeden Fall, da wurden ja auch schon Bilder geleakt. Ja, das Set existiert ja eigentlich schon. Das existiert eigentlich schon, man hat es nur nicht rausgebracht aus irgendeinem Grund. Da gab es entweder. Es gab so Theorien, dass das irgendwie instabil war, dass hätten die sie noch komplett neu bauen wollen. Ja. Finde ich schade, aber ich hätte es mir wahrscheinlich eh nicht direkt gekauft. Ding, komm, jetzt lebt er. Und er steht auf! Jetzt brennt sein Auge. Ja, da komm mal mit, nach ganz rechts, weil da ist ein Sat, den ich nicht mit ich nicht bekommen kann. Ach, du kommst ja gar nicht durch. Ich habe wirklich 8 Jahre oder so gewartet. Nein! Ach, ich habe 15 Jahre darauf gewartet, dass neue Lego Indiana Jones Sets rauskommen. Und jetzt kam es endlich raus. Jetzt kam endlich so eine Welle, aber... Aber es werden safe noch mehr kommen, also das war es noch nicht alles. Ja. Guck mal, hier brauche ich einen Schlüssel. Okay, und wie soll ich rüberkommen? Oh, sorry. Ich habe nicht gesehen, dass hier nur eine Box ist, die ich kaputt schlagen kann. Kannst gleich rüberkommen. Ich glaube, jetzt kommt der Schlüssel, oder? Richtig? Hier unten? Der Schlüssel? Ja. Okay. Hätte ich also schon vorher machen können. Was soll's. Ja, genau, das kannst du doch rüber. Auf jeden Fall habe ich mir ja schon das Lego Set da 77012 war, glaube ich, die Nummer gekauft. Boah, das war, kennt er sich aus. Das war dieser Fighter Plane Chase da vom dritten Teil. Ich fand die Szene einfach nur richtig cool und... Hol es mal. Da oben. Ich finde, das war schon eine ziemlich gute Ergänzung zu meiner Sammlung. Hol mal da oben den Stud. Please. Ja, also ich finde alle drei Sets sind sehr gut. Als ob uns Geld fehlt. Och nein. Dann müssen wir es gleich neu machen. Nein!
Weil so ein ganz kleines Stückchen fehlt. Weil wir gestorben sind wahrscheinlich. Bleib einfach da. Ich komm schon. Ja. Wenn neue Sets kommen, dann können wir auch über die reden. Ja. So dieser Fighter Plane Chase, das Set gab es ja schon früher als Version. Da waren dann aber statt ein Flugzeug und ein Auto zwei Flugzeuge. Ja, da aber so das neue finde ich besser. Ich finde das neue einfach viel aus. Generell die neuen besser als die alten. Weil die Szene generell war ziemlich lustig. Oh, das tut weh. Oh, es geht noch weiter! Ich habe übrigens das Grabmal-Set. Vielleicht hole ich mir noch mehr, ich weiß aber noch nicht. Wir können ihn nicht schlagen. Vielleicht müssen wir ihn irgendwo anlocken. Schau mal hier auf so eine Falle oder so. Ach nee, der geht da gar nicht raus. Boah, ich müsste noch mal überlegen, was hier überhaupt war. Warte, vielleicht kann ich ja jetzt unseren Kumpel hierher holen. Nee? Was muss man denn jetzt machen? Hallo? Hä? Was so? Jetzt ist er aggressiv. Vielleicht mit dem... Versuch mal mit der Peitsche zu fangen. Und weißt du was jetzt mal... Achso. Nee, du musst ihn mit der Peitsche fangen und dann müssen wir ihn irgendwo hinlocken, wo Feuer ist. Ah, warte, ich dachte auf eine Falle. Also hier so. Ja doch, guck, auf eine Falle. Stimmt, das jetzt springt er aber rum. Er wird nicht rumgesprungen in meinem Gebiet. In meinem Revier. Pff. Aufgespießt, Mann. Bleib stehen. Ja, dachtest du. Pff. So ein Land zu meiner Schalte. Hinterher! Wo will er denn mit Oxley hin? Oh nee. Den gab's aber leider nie als Lego-Figur. Ich finde, der sieht ziemlich cool aus. Ja. Ich find's cool, dass es bei dem neuen Set jetzt Sulla als Figur gibt. Stimmt, den gab's schon. Was? Hast du es gerade gesehen? Nee, was passiert? Später, wenn du dir die Aufnahme anschaust, dann zoom einfach ran. Was hast du da gemacht? Schau es dir einfach später an. Das ist nett. Wo bist du eigentlich? Komm, mach mal ein Bonuslevel hier. Ein Bonuslevel. Hallo? Okay, dann halt nicht. Spiel will nicht. Ich bin jetzt nicht so, nee, da gibt's erst später ein Hauptlevel. Grünes Motorrad. Gibt's auch noch die anderen Farben? Nein, nicht schon wieder. Oh, ich hab's noch geschafft. Bam, 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 bam. Der wird gekauft. Hey. Hey. Uga-Krieger. Uga. Und sie läuft auf der Stelle rum. Cool. Ich hol mit ihm mal das Geld hier überall rum. So. Oh, moin. Kannst du mal mit der Peil... Ah ne, warte, jetzt ist ja irgendwie frei. So, bevor wir jetzt aber das Rennen machen, würde ich sagen, dass wir uns wieder beim nächsten Mal hier sehen. Ich guck noch kurz, was es hier überall gibt. Hier ist noch ein roter Stein und hier ist noch ein... Achso, das können wir da hin tun. Und dann ziehen wir mit der Peitsche dran. Oh, was da wohl drin ist? Ein Like und ein Sub. Komm, reicht jetzt. Michael, reicht jetzt! Wir müssen beim nächsten Mal zuschauen, wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht. Bis dann, ciao. Jetzt reicht's! Jetzt kommst du aber mit! Nein! Okay.